Bye. Ja, und hier herzlich willkommen bei The Division oder Tom Clancy's The Division mit mir, dem Oro, und neben mir seht ihr dem Ansgar oder auch dem El Duce. Ja, sag mal was. Was? Sehr gut. Das ist eine Begrüßung, sowas braucht man. Wir haben uns entschieden, wir werden jetzt hier drüben etwas rumquesten zusammen. Da waren wir beide noch nicht unterwegs. Ich bin bei ihm reingegangen. Deswegen sind noch ein paar Quests nicht gemacht. Aber da waren wir ja noch nicht. Also, würde ich sagen, legen wir los. Übrigens, kleine Anmerkung zu mir, zu uns beiden. Wir waren gerade noch in der Instanz mit dem dritten, der noch ein bisschen Low-Level ist. Die haben wir gerade mal ein bisschen hochgezogen. Deswegen trage ich auch eine neue Waffe. Und ja, bei dir, du hast, glaube ich, auch eine Ska-A gekriegt, oder? Ich hoffe, Ska-L. Kein Problem. Ska-L, okay. Ich habe jetzt die Skull. Genau so schießt sie auch. Und ich habe, wie heißt das hier nochmal? Ich vergesse meinen Namen. Ich habe mir die FAL geholt, eine Fall. Für den Fall der Fälle. Ja, kann man so sagen. Wir haben jetzt auch schon einen kleinen... Ja? Wir haben uns auch schon einen kleinen Plan zurechtgelegt, was wir machen. Also es wird spannend. Es wird Action und es gibt was Süßes. Schlag das Fenster. Scheiße, was ist los? Da runter geht's? Ja. Yep. Oh, scheiße, stink ich doch wieder voll. Das macht keinen großen Unterschied bei dir. Stimmt. Betreten eines sicheren Bereichs. Ja noch lange hin, ne? Würde? Weihnachten ist ja noch lange hin. Oh, machen wir mal die Tür auf. Und hier sehen wir auch gleich andere Spieler. Zumba. Toll. Es ist immer schön, andere Spieler kennenzulernen. Habe ich hier so eine Safehouse-Einführung? Ja, alles klar, halt die Fresse, Spiel. Ja, gut, ich habe es mir auch mal durchgelesen, weil so informationstechnisch ist ja schon ganz praktisch. Lesen, was ist das? Hey, ja, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Erfreuen Sie sich an Manhattans. Mal gucken, was er hat. Das würde mich ein bisschen verbessern. Das ist nicht interessant. Nicht interessant. Die Maske wird interessant sein. Eine robuste Maske. Ja, meine ich. Na, kaufen wir mal. Wir haben das Geld. Kaufen und anlegen. Die zerlege ich oder verkaufe ich? Ich glaube, die verkaufe ich erstmal. Agent, ich werde Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformende Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Osmose von Energiekonvergenz führen wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Ja, der Kerl ist schlimm, habe ich auch schon gedacht. Ja, welcher... Typ hat in seinem hübschen Kopf so einen großen Haufen AA gemacht. Ja, er ist tritt man das höflich aus? Ich möchte ja wirklich höflich und offen sein. Er ist einer von der Sorte, der sich denkt, aha, die Welt ist doch so toll. Wir müssen alles in unseren Einheit bringen. Wir müssen Hippie werden, Herrn Hippie. Er ist ein Hippie. Oh, da verliere ich aber viel Leben. Das ist aber uncool. Wir können hinten raus, warte. Ah, hinten. Ja, hinten ist immer gut. Erfahr dir, ich zu viel Leben. Nee, das den Handschuh nehme ich nicht an. Hast du die Karte und alles angenommen hier? Ja, ja. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Dahin geht sie weiter. Ich kenne es schon. Habe ich auch gerade festgestellt. Mal ein bisschen U-Bahn. Tschut, tschut. Nein, er ist nicht Ihre. Er ist. Ne, er ist kein Ihre. Nein, ich bin nicht Ihre, ich bin Irre. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja? Das eine ist ein Zustand, das andere ist ein Volk. Genau. Oh, ich bin in dir. Das ist jetzt irgendwie voll eklig rübergekommen.
Soll ich sagen, ich bin an dir? Hinter dir zum Beispiel. Nein, ich war ja nicht hinter dir. Das wäre ja eine Lüge, eine glatte Lüge. Sie haben einen Freund fürs Leben. Aber danke. Ich habe einen Freund fürs Leben. Darf ich ihn jetzt erschießen? Nein, für unfair. Naja, wie gesagt, wir werden uns jetzt die nächste größere Instanz splitten, nämlich hier der Quarantänezone. Wie heißt sie denn überhaupt? Broadway Warenhaus. Ah, wir sind am Broadway. Sehr cool. Der Broadway ist immer was Feines. Bär oder was? Oder normal? Ist deine Entscheidung. Wir können auch schwer machen. Wir sind zu zweit. Wir haben beide ähnliches Level. Wenn du möchtest. Dann sterben wir wieder so oft. Wir sterben nicht. Wir lassen sterben. Wir kriegen ja nur Gegner für zwei Personen. So. Können wir probieren. Mehr als sterben können wir ja nicht. Ja. Hast du? Ah, oh, warte, nee, der hat's irgendwie nicht angenommen. Ey, guck mal, der Zivilist hier, der ist ganz mutig, unbewaffnet. Bei mir ist gerade, es gibt bei dir auch gerade ein Zivilist reingegangen. Ah, hast du? Ja, ich sehe. Los geht's. Boy, hier sind Cleaner, vorsichtig. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Ich sehe es nur an dem Feuer. Guck doch mal an, hier überall verbrannte Leichen. Wir wissen, dass er viel über Avis in Umlauf gebracht hat. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Weihnachtsbaum. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben. Also, dass das klar ist, kein Grund. Moll, die haben wir gestern schon gemacht. Nein, haben wir nicht. Wir waren gestern in der Kanalisation. Ach, mach mal. Ah, ne, im Friedhof waren wir. Grafikbug. Du bist fast tot übrigens. Ach, sag mir sowas, wirklich. Erledigt die Leute! Die Abenteuer! Komm nicht, das wird heiß! Auf einmal zwei Treffer! Haben erwischt! Ich hol dich hoch! Da Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Ja. Ich kann nicht immer einen Blick auf dich haben. Das liebe ich in den Klimern. Halleluja, ich mag ihn aber überhaupt nicht als Gegner. Temperatur steigt. Erhöhte Kohlendioxidwerte gemessen. Oh oh, das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Ich füttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall, dass Sie sie brauchen. Berechne Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Alter. Ja, die haben hier ein schönes Feuerchen gemacht.
Bombe! Boah, ich habe hier gerade einen riesen Grafikglitch. Oh, weg, Bombe, 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 Bombe! Warnung! Brandschutzsystem aktiviert. System in oberen Etagen blockiert. Manuelles Eingreifen erforderlich. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Registrierkassen, Sammelbüchsen, die Trinkgeldkasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Jo, Muni fassen. So, und weiter geht's. Aber bis jetzt schon mal eine schöne Mission. Der Rauch und das alles hat was. Rauch. Oh, kann ja halt immer wieder eine rauchen gehen, ne? Da hast du ja genügend rauchen können da unten. Munikiste. Mal gucken, ob hier was im Laden ist. Hier eine Registrierkassen. Ne, hab mir nix. Test auf Viruskontamination negativ. Da war kein verwirrtes Geld. Hier unten haben wir dann alles durchgetestet. Dann wohl oder übel nach oben. Juhu. Der Weihnachtsbaum brennt. Ja. Oh du fröhliche, oh du heilige, oh du brennender Weihnachtsbaum. Hm, das könnten mal die Kinder singen. Wieso, als wir letzte Weihnachten auch den Weihnachtsbaum an jetzt zünden? Nee, aber zu Ostern. Ich brenne zu Ostern oder verbrenne zu Ostern immer den Weihnachtsbaum. Nicht mal Osterfeuer. Nur aus dem macht Spaß. Test auf Viruskontamination negativ. Voll rassistisch das Spiel. Was kann denn der Neger dafür, dass der Test tief ist? Der ist so schlicht gewesen. Und führt die? Ja, irgendwie da rein. Ah. Registrierkarte benutzen. Test auf Viruskontamination negativ. Nein. Die Cleaner haben hier auf jeden Fall ordentlich aufgeräumt, muss man mal so sagen. Ja, ihr habt direkt wieder eine im Visier. Keine der. Doch, ihr habt ja nirgends wirklich. Ah, ich sehe sie. Also, ich komme zu dir rüber. Achtung! Extra! Ah, die Heilung hast du gerade nicht abgekriegt, scheiße. Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Danke, hast du gehört? Ja, ich bin auch. Kann gerade nicht heilen. Bin wieder down. Vorsicht, da kommt einer an deine Flanke. Ja, wegen schieße ich gerade. Er hat mich auf den Boden gebracht. Komm zu mir. Hol mich hoch, ich bin gleich.
Ach, schon wieder. Vorsichtig, der Flammenwerfer. Und das war's. Das war's. Du musst hier gerade richtig schön einkreisen lassen und diesen Flammenwerfer rein ist. Ganz ungünstig, dass man nicht wusste, dass die von der Treppe kommen. Auch noch. Oh, und der Kerl frisst schon wieder. Den ganzen Tag nur am Fressen, der Sack. Ja, Mann. Warum mache ich? Weil es kann. Weil du fett wirst. Nein, natürlich nicht. Nein, so was bei mir fett ist, das sind die Bombenchips. Und deine Mutter. Nein, meine Mutter ist ein Wookie. Achso. Danke. Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Achtung, Rolltreppe. Wo eigentlich nochmal die Rolltreppe? Rolltreppe, so ein Ding, wo Treppen und die Rollen sind. Erwischt. Wieso treffe ich immer nur den Kopf und nie den Tank? Aha, ich habe seinen Macker, seinen Monitor. Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussballkleid. Ein Grund mehr, sie in Schacht zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. Ja, überhaupt kein Druck. Kleinen Moment, ich habe ja da. Ja, fast. Für euch war es nur ein kleiner Augenblick. Ja, eigentlich war nur ein kleiner Augenblick. Ich habe nur gerade mal geguckt, ob die Aufnahme sauber läuft. Alter, die ganze Bude in Flammen. Test auf Viruskontamination negativ. Ich wette, im letzten Laden am Arsch der Welt. Test auf Viruskontamination negativ. Hast du eine Munitionskiste irgendwo gesehen? Noch nicht. Ich hoffe, dass bald eine kommt. Warnung! Brandgefahr entdeckt! Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Oh, ist gerade Rolltor aufgegangen. Okay, die sind noch nicht hier. Ah, jetzt ist das Rolltor. Warnung! Größere Viruskonzentration entdeckt! Bingo! Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Schade.
Der kann man so gerne dran. Hör, nicht nur du. Ich würde auch gerne mal mit Geld lecken. Das mache ich mit jedem 5-Euro-Schein. Und dann dann gehe ich einkaufen. Ah, jetzt verstehe ich, warum die Verkäuferin immer so komisch guckt. Jetzt mein Geld anfasst. Und dann sagst du ja immer, ich hab dran geleckt. Hier kann ich weitermachen. Nein, so würde ich nicht sagen. Ich sag, wenn dann, ich hab dran geleckt. Soll ich bei Ihnen auch mal? Was völlig anderes. Was mir mal gerade so einfällt. Schönes Gesprächsthema und so. Hier, Muni. Warnung! Brandgefahr entdeckt. Und hier ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Oh, Feuer ausmachen. Alarm. Was Feinde in der Muni? Nähe entdeckt. Ja, und wir kriegen Besuch. Wo ist Muni? Hinten in der Ecke, bei den Aufzügen. Wow. So, ja, erledigt, du Sackdur. Ja, komm nur ran hier, du kleiner... cleaner Spaten. Ja! Komm da hinten! Ja, nein, ran da! Alles klar! Heilungskiste. Ja, erledigt. Und auch erledigt. Sehr schön. Noch einer. Wie hat hinten meine Aufzüge im Mund? Ich zeig's dir gleich. Ist noch einer. Gelber, komm rum. Ja, Muni holen, damit du auch schwere Waffen hast, weil ich habe auch kaum eine Muni. Scheiße, Granate. Hallo, wie können die mich denn jetzt treffen? Wollen die mich verarschen? Halt auf,
Bleib jetzt bei mir, ich Heilung. Ist raus. Heilung ist gut. Ein erledigt, der andere ist noch auf der Abschussliste ganz oben. Das passiert, wenn du auf die rote Tasche an der Hüfte schießt. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bei Zimmertemperatur. Keine verbrannten Ränder. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Toll, ich habe gehofft, ich kann wenigstens verbrannt ankommen. Bist du doch schon von Haus aus? Nein, ich bin ein Weißer. Das war jetzt rassistisch. Ja, und so war es auch eigentlich nicht gemeint. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Das Trinkgeld! Warnung! Virus-Kontamination bestätigt! Das Trinkgeld war mit Viren verseucht, ist doch klar, immer das Trinkgeld. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Nee, die Kiste muss eine Tasche höher sein. Ja, wir müssen uns jetzt verpissen. Hochgehen, wenn ich es gerade richtig sehe. Ja. Nee, hä? Wo führt uns das Ding hin? Ah, da hinten, genau. Aufzug. Dürfen. Ach genau, im Aufzug schaffst du mal ein Abseil. Ich nehme den linken. Ich nehme den rechten. Ach, F. F, sag mir. Kann er noch nichts machen. F. Ah, jetzt ja. Muss mich auch bei dir abseilen. Nee, musst du nicht. Du kannst aber diese Dinger mit F ausklappen. Die Seile. Eben, das hat bei mir gerade nicht funktioniert. Aber wohin jetzt? Ich vermute mal da vorne, wo der gelbe Button ist. Ja, Achtet auf ihn, die Tür! Schau mal hier! Deckung! Wir müssen den Dreck auslassen! Runner! Hab ihn. Kann ich gleich wieder eine Heilung setzen? Tragbaren chemischen Tank als Ziel. Scheiße, Boss. Ah! Verdammt, ich brenne. Ich bin verbrannt. Ah, du auch. Ja. Das war nämlich gerade, warum, wo auch immer gerade die Bombe herkam, das hat mich gerade voll ausgenockt. Ja, das war dieser Boss. Hat er uns die Bombe in die Welt so weit geworfen? Ja, ja. Hey, der ist Bleche. Ich würde sagen, wir gehen und sagen, wir machen uns dann langsam oder wieder die Leiter hoch, nicht die Leiter, die. Ne, die nicht auch. Oh, ich komme gar nicht drauf. Die Rolltreppe. Achtung, du wirst flankiert. Erledigt den Job! Wenn schießen, lass die Mutter auf die Ahnung! Headshot. Achtung, Boss im Anmarsch, ich gehe in die Tasche höher. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Hier oben haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Machen wir es schnell!
Oh, fuck, das war doch irgendwo auch Gegner. Oh, hier oben liegt hier noch Zeug von mir. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. War auch einen erwischt, einen Tank. Könnt ihr jetzt mal Hilfe gebrauchen? Nein, wir dürfen uns auf gar keinen Fall trennen. Deswegen hochkommen jetzt hier oben, hast du die deutlich bessere Position. Ja, ich komme gleich hoch, gleich runter. Oh ja, jetzt werde ich auch noch verbrennen. Ja, so ein bisschen kokeln, schade, hat noch niemand geschadet. Schütze, lecker. Wo ist ein Mopsi hin? Unten an der Rolltreppe. Wo ist denn? Da ist noch so ein Happen. Alter, hat der einen langen Strahl mit seinem scheiß Flammenwerfer. Was du wieder verstehst, ne? Gleich zurück. Ja, mach bloß kein Scheiß, erst gemütlich, mein Schatz. Das hört man, das hört man. Ach so, scheiße, wir sind ja am Rauchen, man ist kurz dahinter. Dahin noch. Ding, mach ich scheiße, richtig, Mann. Also, wenn du sowas machst, dann bitte mit Werbung, sowas wie Chio, Chio, ich kenn die nicht, Chips. Wir dürfen ja keine Werbung machen, aber wir können ja wenigstens Ansprache, vielleicht. Kriegen wir ja Geld dafür? Ne, eigentlich nicht, aber du kannst ja was machen. Ich komme nicht ganz nach oben, so wie es geplant hatte. Muss ich mir überlegen, wie ich unten weg von dir locke. Nähern sich über die Rolltreppe. Ah, fuck. Abgefackelt. Der ist heftig, Mann. Ja, der hat's in sich. Also jetzt nach oben. Ja, direkt, wenn wir die erste Welle haben, wenn er kommt nach oben, von oben haben wir deutlich bessere Feuerposition, auch auf die anderen. Nochmal Muni fassen, wenn wir schon mal jetzt dabei sind. Ja, wo verschanzen wir uns? Das ist so wie bis jetzt immer lief. Das lief ja ganz gut von Anfang. Einer ist gesprengt. Da ist der Runner, okay. Ah, erledigt, sehr schön. Was kommt? So, Rolltreppe rennen, am besten hier hinten lang. Ja, dann werde ich mal. Empfehle den tragbaren chemischen Tank als Ziel. Ja, ja. Oh, come on, baby, light my fire. Oh. Lauf, 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 gib Gas, gib Gas. Ja, die gehen runter, die gehen runter. Ha! Feinde nähern sich über Fehler die Rolltreppe. Ja, mal sagen, dass ich
schmeißt man Granaten. Aha. Einen Tag erwischt. Ich krieg sie nicht, wenn ihr sie verstecken! Ich geb gleich um. Komm hier hoch. Komm, 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 komm. Und jetzt lauf. Haben wir den Assi erledigt? Sehr gut. Das war deine Granatentasche. Ah, verdammt. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Die Feinde sind unten, okay. Versuche ihn irgendwie zwischen uns beiden hin und her zu ziehen. Weg, Ansgar, der fackelt ihr ab. Oh Mann, ey, der ist doch wieder normal, der Uwe. Ganz entspannt. Ich zieh dir zu mir rüber und dann. Ja, ich bin down. Ja, dann hole ich dich wieder. So, der Tank erwischt, jetzt haben wir mal eine gute Zeit. Wieder durch. Oh. Ich habe mit seinem Tank gesprengt. Warte mal, warte mal, warte mal. Achso, wir können jetzt gerade nicht. Jetzt setzen High Medipack. So, oh, habe ich schon Sachen gekriegt. Und jetzt noch die restlichen ausschalten und haben was. Oh, 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 oh. Wo steht der Wichser da unten? Einer ist da. Hey, wir schießen gerade. Was? Du gehst scheißen gerade? Nein, ich bin scheißen gerade. Ja, der kommt unter uns. Aber den kriege ich irgendwie mal auf so einen Nacken. Ah, oh, meine Rolltreppe. Goldner. Oh, komm mal zurück, ich bin verwundert. Ja, ich sehe es gerade. Irgendwie kann der Techniker wohl nicht viel einstecken. Deckung? Ja, das, nee, das hat mit dem Techniker nichts zu tun. Das hat alleine mit deiner Ausrüstung zu tun. Ob du auf Lebensskills, ob du auf Schadensskills, was auch immer. Ja, wie kalt der denn aus? Ich bin beeindruckt, Agent. Unbeschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, war wie die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Aber sie haben es geschafft. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent? Die nächste Runde geht auf mich, falls es eine gibt. Ja, wurde auch mal Zeit, du Bitch. Du bist mir schon so viele Bier schuldig, das ist doch... Wenn es darum geht, dann wäre ich schon längst Alkoholiker, deswegen nehme ich von der keinen Alkohol an. Wobei bei der Welt kann man eigentlich nur Alkoholiker werden, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Ach, geschafft! Weißt du, was das Geile ist? Was? Oh, was ich? Was haben wir denn so alles gefunden? Noch ein Level und ich kann endlich meine neue Waffe anlegen.
Pistole, naja, nicht, was mir interessiert. Vielen Dank, Agent. Die Stammprobe, die Sie gesichert haben, ist sehr hilfreich. Ich habe einen Bericht für die Nachwelt sehr und das schön. DCD vorbereitet. Sehen Sie ihn sich an. Das machen wir doch gleich mal. Tab drücken und Video. Die Proben des ursprünglichen Krankheitserregers, die wir von dem Geldschein genommen haben, der als Primärüberträger verwendet wurde, gewähren uns einen Einblick in das Basisgenom des Virus. Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass es künstlich ist. Das Genmaterial von einem halben Dutzend anderer Erreger wurde auf das Pockenvirus übertragen, um es noch tödlicher zu machen. Da sind ein paar hübsche Viren eben dabei gewesen, die da eben durchs Bild huschten. Naja, ich bleib lieber bei meinem Scharfschützengewehr. Ich bin nicht so der Freund von SMGs. Das ist nicht schlimm. Muss ja nicht. Nur ich würde zum Beispiel dann SMG und Schrotflinte tragen, damit du dich wenigstens im Nahkampf ein bisschen verteidigen kannst. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Wo ist schon jetzt raus? Scheiße. Keine Ahnung. Naja, trotzdem, wir haben schon wieder 40 Minuten, 42 ganz genau. Sag ich mal, Cheerio, euer Oro, das war's hier mit The Division. Und Ansgar, du hast das letzte Wort. Ja, was? Okay, das war sein letztes Wort. Na doch nicht. Tschö.